Die bevorstehende Knieoperation macht Ilse Werner Sorgen. Es ist der erste Krankenhausaufenthalt seit längerer Zeit. Ich kriege hinter Keim und alles, ist doch ein bisschen. Ja, da habe ich mir echt schon Gedanken gemacht. Da mache ich mir schon Sorgen. Rund die Hälfte der Deutschen hat Ängste vor einem Krankenhausaufenthalt. Dabei ist die Sicherheit der Patienten maßgeblich verbessert worden. Beispielsweise in den Krankenhäusern der St. Franziskus Stiftung Münster. Hier wird auch Ilse Werner behandelt. Guten Tag. Hallo, guten Morgen. Hallo. Wir besprechen jetzt einmal die Medikamente, die eingenommen werden. Ja. Vor der Behandlung prüft eine Apothekerin ihre Medikamente. Diese pharmazeutische Aufnahme wurde in der Franziskus-Stiftung seit 2002 etabliert. Eine erfolgreiche Maßnahme für Patientensicherheit, die in Deutschland nun immer mehr Krankenhäuser übernehmen, mit gutem Grund. Im Dialog mit Patienten können Wechselwirkungen der Medikamente erkannt und Gefahren vermieden werden. Und das auch, wenn es sich um rezeptfreie Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel handelt. Eine Sorge von Ilse Werner sind multiresistente Erreger, wie beispielsweise MRSA. Für gesunde Patienten sind diese ungefährlich. Was kaum jemand weiß, mehr als 90% aller Erreger werden von außen in die Krankenhäuser eingebracht. Hier hat dann Dr. Angela Ginski mit ihnen zu kämpfen. Dazu nutzen sie und ihre Kollegen den eigenentwickelten Antibiotika-Leitfaden der Franziskus-Stiftung. Antibiotic Stewardship bedeutet letztlich, dass wir multiprofessionell zusammenarbeiten. Das heißt, dass wir eben ein regelmäßiges Aktualisieren unseres Antibiotika-Leitfadens macht anhand dieser Resistenzdaten. Schnelle Laborergebnisse sind für eine erfolgreiche Behandlung entscheidend. Standard in Deutschland ist die Beauftragung gewinnorientierter Laborunternehmen. Die Franziskus-Stiftung geht einen neuen Weg. Ein eigenes Labor und damit eine schnellere und bessere Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Mikrobiologen. Wir haben eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Mikrobiologie. Wir können für jeden einzelnen Mikrobiologiebefund ins Labor und einmal nachfragen. Das heißt, wir haben in einer sehr kurzen Zeit das Ergebnis für den Patienten. Aufgebaut hat das Kompetenzzentrum für Mikrobiologie und Hygiene Dr. Wolfgang Treder. Wir werden täglich bis zu 1000 Proben infektiologisch untersucht. Dadurch hat sich die Untersuchungsdauer bei Infektionskrankheiten gegenüber externen Laboren entscheidend verkürzt. Bei lebensbedrohlichen Infektionen erhöht die rechtzeitige Gabe von Antibiotika die Wahrscheinlichkeit der Genesung entscheidend. Genauso wichtig ist die enge Zusammenarbeit von Mikrobiologen, Ärzten und Apothekern. Sie trägt in den Häusern der Franziskus-Stiftung wesentlich zur Patientensicherheit bei. Für Ilse Werner steht die Operation bevor. Ich kontrolliere noch einmal Ihr Patientenarmband. Das Armband haben Sie bekommen, damit jeder weiß, wer Sie sind und nicht vertauscht werden können. Guten Morgen. Silke Brandt ist mein Name. Können Sie mir einmal bitte Ihren vollen Namen und das Geburtsdatum nennen? Mein Name ist Ilse Werner. Kurz vor der Operation werden zahlreiche Daten nochmal überprüft, um Verwechslungen auszuschließen. Dazu gehört auch die eindeutige Identifizierung des Operationsortes. Erst wenn alles mehrmals geprüft ist, werden die Patienten in den Operationssaal gebracht. Danke sehr. Hier führt Anästhesistin Dr. Silke Brandt eine letzte und wichtige Sicherheitsüberprüfung durch. Das Team-Timeout. Sind alle Teammitglieder bereit für ein Timeout? Eine gemeinsame Auszeit unmittelbar vor der Operation. Wen habt ihr hier für uns? Frau Ilse Werner, 50 Jahre, kniete auf der linken Seite. Okay. Erst wenn alle Teammitglieder die Angaben aktiv bestätigen, beginnt die Operation. Die meisten Operationen laufen komplikationsfrei, sind fast schon Routine. Aber wenn doch einmal etwas passiert? Alles in Ordnung bei Ihnen? Oh, bei uns fällt der Druck hier. Peter, bei euch? Alles in Ordnung? Wir haben hier einen akuten Blutdruckabfall. Zum Glück ist der Patient eine Puppe. Und die Operation eine Übung im Simulationszentrum der Franziskus-Stiftung.
Im Regieraum beobachtet und steuert Dr. Christian Albicker die Übungen. Diese realistischen Simulationen gehen deutlich über den Standard in Deutschland hinaus. Unsere medizinischen Teams trainieren regelmäßig hier bei uns im Simulationszentrum, erleben Komplikationen, die bei einer Operation glücklicherweise selten auftreten. Es geht uns hier vor allen Dingen darum, dass wir Kommunikation in den gemischten Teams stärken können, sodass im Ernstfall Maßnahmen schnell sicher ergriffen werden können, um die Sicherheit unserer Patienten bestmöglich zu gewährleisten. Und dazu gehört auch eine offene Fehlerkultur. Schwierigkeiten werden gemeinsam angenommen und nachhaltig verbessert. Die Sicherheit für Patienten ist dadurch signifikant gestiegen. Zurück im Operationssaal. Die Knieoperation ist erfolgreich verlaufen. Und auch jetzt sind Kontrolle und Sicherheit oberstes Gebot. Können wir Zellkontrolle machen, bitte? Ja, klar. Alle Instrumente und jeder Tupfer werden einzeln notiert und kontrolliert. So kann nichts vergessen werden. Hallo. Frau Werner, wie geht es Ihnen? Gut, danke. Nach Operationen ist die Gefahr einer Infektion am größten. Hygiene ist daher elementar wichtig. Die hohen Hygienestandards zu organisieren und zu kontrollieren, ist die Aufgabe von Hygienefachkräften wie Ursula Altewischer. Hygiene ist ein Qualitätsmerkmal geworden. In der Krankenhaushygiene läuft vieles auch im Hintergrund, was unsere Patienten und Besucher überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe sehr viele mikrobiologische Befunde zu sichten. Ich muss die Daten auswerten, vergleichen, Schlüsse daraus ziehen. Ich unterrichte Mitarbeiter in allen Berufsgruppen, ich mache Stationsbegehungen und Hygieneaudits, meistens mit den hygienebeauftragten Ärzten zusammen. Wir stellen uns selber auf den Prüfstand. Diese kontinuierliche Arbeit ist mit dem bedeutenden Handhygiene Excellence Award in Gold ausgezeichnet worden. Zur Hygiene können auch Patienten und Besucher wie Sohn Julius beitragen. Ganz einfach, indem sie sich zu Beginn ihres Besuchs gründlich die Hände desinfizieren und so andere vor Infektionen schützen. Die anfänglichen Sorgen von Ilse Werner um ihre Sicherheit sind schnell verflogen. Denn mit pharmazeutischer Aufnahme, eigenem mikrobiologischen Labor, umfangreichen Sicherheitschecks vor- und nach Operationen, einem eigenen Simulationszentrum und ausgezeichneter Hygiene sind die Krankenhäuser der Franziskus-Stiftung sehr sicher. Das Knie ist gut verheilt und Ilse Werner freut sich nun auf ihr Zuhause.